Hallo, ich begrüße euch zu dem Videotutorial zu dem Konzepttest Nummer 54 Reaktionsordnung. Der Konzepttest hat die Frage bzw. die Aussage, die Geschwindigkeit einer Reaktion A nach P ist konstant. Welche Aussage stimmt? A. Die Reaktion gehorcht einer Kinetik nullter Ordnung. B. Die Reaktion gehorcht einer Kinetik erster Ordnung. C. Die Reaktion gehorcht einer Kinetik zweiter Ordnung. Oder D. Aussagen über die Reaktionsordnung sind noch nicht möglich. Zuerst einmal zur Theorie. In dieser Tabelle könnt ihr die Reaktionsordnungen sehen. Nullte Ordnung, erste und zweite. Außerdem könnt ihr die Geschwindigkeitsgesetze dazu sehen. Ebenfalls die Einheit von K, der Geschwindigkeitskonstanten, das integrierte Geschwindigkeitsgesetz und die Halbwertszeit. Zurück zur Frage. Wann ist die Geschwindigkeit also konstant? Ist sie konstant, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit exponentiell abhängig ist von der Konzentration des Stoffes A, wenn also gilt R gleich K mal Konzentration von A zum Quadrat. Ein Beispiel dazu: Verdoppeln wir die Konzentration, vervierfachen wir die Geschwindigkeit. Verdreifachen wir die Konzentration vom Stoff A, verneunfachen wir die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist also nicht konstant. Antwort C ist demnach falsch. Wann ist sie denn dann konstant? Wenn gilt, Reaktionsgeschwindigkeit ist gleich Geschwindigkeitskonstante mal Konzentration vom Stoff A hoch 1. In Worten, wenn die Geschwindigkeit bei der Reaktion erster Ordnung abhängig von der Konzentration des Stoffes A ist. Nein, auch hier ist die Geschwindigkeit nicht konstant, denn erhöhen wir die Konzentration um einen bestimmten Faktor, wird ebenfalls die Geschwindigkeit um einen bestimmten Faktor erhöht. Antwort B ist ebenfalls falsch. Wie sieht es denn bei der Reaktion nullter Ordnung aus? Wenn also gilt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist gleich der Geschwindigkeitskonstanten mal der Konzentration des Stoffes A hoch 0. Wenn also die Reaktionsgeschwindigkeit nur von der Geschwindigkeitskonstanten abhängt und nicht von der Konzentration des Stoffes, denn Konzentration vom Stoff A hoch 0 ist gleich 1. Es gilt also R gleich K mal 1, also R gleich K. Die Geschwindigkeit ist konstant, denn die Geschwindigkeit ist unabhängig von der Konzentration des Stoffes A. Die Geschwindigkeit gehorcht also einer Kinetik nullter Ordnung. Wir schlussfolgern, Antwort D ist falsch, denn wir können eine Aussage über die Reaktionsordnung treffen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt den Konzepttest verstanden.